Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir müssen erstmal kurz hier wieder was zu futtern nachschieben. Wir sind hier immer noch im dunklen Wald, sind fast gestorben bei dem Versuch, hier übers Wasser zu kommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier irgendwo ist unser Portal. Aber hier ist auf jeden Fall alles Wasser, also wäre es besser zu versuchen, irgendwo hier vorne rechts lang zu kommen. Ich möchte es auf jeden Fall nicht nochmal riskieren, baden zu gehen. Und mache es aber in dem Moment, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Ich würde sagen, hier kommen wir rüber. Und es sieht das irgendwie so aus, als wäre hier gleich in der Nähe was. Wir haben ja auf jeden Fall eine ganze Menge Ausdauer. Notfalls können wir immer noch links zum Beckenrand. Zum Beckenrand, genau. Zum Ufer schwimmen. Aber, Mist, das sah so nah aus. Jetzt ist es doch schon wieder ganz schön weit weg. Aber ich glaube, wir nähern uns. Ich hoffe es. Ich möchte nicht sterben. Bitte nicht. Ach du Scheiße. Hier ist überhaupt nichts zum Draufstellen. Wir können bloß probieren, ob wir kurz hier auf diesen Felsen raufkommen. Wir kommen nicht rauf. Scheiße. Oh oh. Oh oh. Nein, wir sind gleich tot. Das sah so verdammt nah aus. Das gibt's doch nicht. Shit. Und wir sind tot. Ach verdammt. Und schön im Wasser. Es sah so verdammt nah aus, oder? Also man hat halt so die Bäume gesehen, dass das so weit weg ist, hätte ich im Leben nicht gedacht. Finde ich aber auch ein bisschen doof gemacht. Muss ich mal ehrlich zugeben. Weil, ganz ehrlich, wir können hier 2 Stunden lang gefühlt durchgehend rennen. Aber mal 1 Minute zu schwimmen schafft der Charakter nicht. Ja. Schade. Ist ein bisschen doof gelaufen. Mir tut's eigentlich nur leid wegen den ganzen Fähigkeiten. Vor allem haben wir jetzt wieder gar nichts mehr einstecken. Schlafen gehen können wir auch nicht. Ich setze mich mal kurz hierher, dass wir zumindest den Ausgeruht-Skill wieder kriegen. Ach Mist, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich sag's noch, ich möchte es nicht riskieren. Und ich wollte auch nicht rüberschwimmen, sondern ich dachte eigentlich ein bisschen nah am Ufer. Aber mit nah am Ufer ist einfach gar nichts gewesen. Naja, den Skill müssten wir gleich haben. Dann packen wir uns noch ein bisschen was zu essen ein. Gehen ins Portal. Das war wieder so ein dummer Tod. Das hätte absolut nicht sein müssen. Ja, packen wir uns hier ein bisschen was zu futtern ein. Was nehmen wir noch mit? Was hatten wir denn die ganze Zeit? Wir hatten normales Fleisch noch, ne? Habe ich aber gerade nicht gekocht. Naja, dann bauen wir uns hier ein bisschen Honig mit rein. So. Naja, dann ab ins Portal. Eichtür hätte da auch nicht viel gebracht, weil beim Schwimmen bringt das, glaube ich, gar nichts. Ach, jetzt müssen wir halt vor allem auch wieder rausschwimmen, um unser Zeug zu holen. Was ist denn, wenn ich an einer Stelle sterbe, wo ich es gar nicht schaffe, hinzuschwimmen und wieder zurück mit der Ausdauer, die ich besitze? Dann hat man völlig verloren, ne? Ich hoffe mal ganz stark, dass das nicht der Fall ist. Ja, wir sind absolut null ausgerüstet. Haben auch kaum noch Leben, das heißt, sobald vor allem, wir hatten so einen langen Ausdauerbalken, ne? Und der hat es trotzdem... Ja, und es kommen Skelette, natürlich. Ach, Mist. Ich nehme jetzt mal Eiktür. Weil ich glaube, gegen den Skelett haben wir absolut gar keine Chance. Hier ist anscheinend noch ein Dungeon. Weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Also ob das der ist, den ich denke, oder ob das ein neuer ist. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier am dümmsten hier rüberkommen. Hier geht's vor allem doch völlig lang. Ich hätte gar nicht schwimmen brauchen, oder was? Kommen wir jetzt direkt da vorne raus? Ich hätte wahrscheinlich einfach nur 1 Minute weiter am Ufer langlaufen müssen. Wäre hier diesen Weg lang. Ja, natürlich. Wir kommen hier genau durch. Cool. So, wir müssen jetzt mal hoffen, dass die Skelette von uns ablassen, weil wenn wir da noch ein Skelett haben, was uns im Wasser einer auf die Rübe klopft, haben wir ein großes Problem. Ich lasse jetzt erstmal alles links liegen. Die Blaubeeren und so. Shit. Grauzwerge. Eine ganze Menge Grauzwerge. Wo sind wir denn gestorben? Hier vorne steht doch, wir wären gestorben. Ich sehe unser Dings gar nicht. Ah, jetzt haben wir... Wow, wir haben ein ganz großes Problem. Wir sterben gleich nochmal. Wie werden wir denn die jetzt los? Dass wir hier in Ruhe mal schwimmen gehen können. Aber ich glaube, mit der Faust brauche ich hier gar nicht erst anfangen.
Das ist diese kleine Stelle, die da hinten leuchtet. Ah, natürlich ein Spawner und ein Berserker. Wir haben uns echt eine... Ja, es ist die Stelle da hinten. Ach. Ja, wir können nicht anders. Wir müssen ins Wasser. Au. Das ist nicht unbedingt förderlich. Alles neben ging noch irgend... Nein! Ach, ich Vollidiot. Ah, jetzt habe ich richtig wertvolle Sachen weggeworfen. Scheiße, wir haben ein Problem. Nein, es fehlt noch was. Aber wir müssen auch unbedingt wieder... Ja, jetzt zieht er das im Wasser an. Ist der dumm. Wir müssen auch unbedingt wieder aus dem Wasser raus. Aua, aua, aua. Scheiße, was haben wir uns hier nur eingebrockt? Müssen die jetzt hier erstmal in Ruhe tot machen. Ich meine, wir haben jetzt zumindest wieder Waffen. Bin mir nicht sicher, ob ich die gerade überhaupt treffe. Ich glaube schon. Ey, ich habe doch auf die 1 gedrückt. Nimm's doch auch. Aua. Zum Glück können wir den blocken mit Sterben gleich nochmal. Shit. Ach, wie viel Pech kann man denn haben? Möhrchensuppe ist drin. Wir können bloß... Ach komm, wir hauen mal eine Himbeere nach. Wir haben halt kaum noch Leben. Wenn der Berserker uns noch einmal trifft, haben wir ein Problem. Warum kommt denn kein Leben nach? Ah, noch ein Troll. Ey, dieses Spiel, wirklich. Manchmal möchte es dich einfach komplett abfacken. Ja, natürlich. Kann der Troll nicht mal gegen die Krautzwerge kämpfen oder so? Ich glaube, es wäre auf jeden Fall meine Variante, diesen Spawner hier. Ach du Scheiße, sind wir gleich tot. Uiuiuiui. Ah, da fehlt noch was, und zwar Rüstungsteil, ne? War natürlich doof. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich ja hätte gar nichts mitnehmen dürfen. Ich habe auch richtig schöne, wertvolle Sachen da ins Wasser geworfen, weil ich so in Panik war. Wir kriegen einfach kein Leben nach, ne? Also Gesundheitsregeneration ist irgendwie in der Kombination so überhaupt nicht da. Ein Glück haben wir noch den Eiktür-Skill, dass wir hier wenigstens ein bisschen abhauen können. Aber der Troll ist irgendwie auch schon wieder so ein mega schneller. Den allerersten, den wir getroffen haben, der war so langsam. Da konnten wir wirklich in aller Ruhe wegrennen vor dem. So, wir müssen den Spawner kaputt kriegen. Es sind schon wieder zwei nachgekommen. Das geht nicht. Ah, es wird zumindest schon mal hell. Wenigstens eine gute Nachricht. So, jetzt kloppen wir hier einmal durch, dass wir wirklich nur noch den Troll haben. Irgendwo stand, glaube ich, noch ein Schamane und der Berserker, den haben wir eigentlich, glaube ich, auch noch nicht. Komplett tot, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, wie nah der Troll ist. Nee, es geht. Ui, das war knapp. Ich weiß gar nicht, wie viel das abzieht. So, und jetzt müssen wir einen Bogen nehmen. Wir haben Giftpfeile, glaube ich, drauf. Yep. Da ist der Berserker. Shit, wir sind fast tot. Jetzt wäre das Met ziemlich cool. Kann aber auch gerade nichts an Essen nachwerfen. Sonst hätte ich mal den Honig oder so genommen. Irgendwas, was ein bisschen Regeneration bietet. Ich glaube, den Troll sind wir losgeworden. Und dann können wir den Berserker hier noch mit einem Pfeil holen. Nein. Jetzt. Nee, der Troll ist noch da. Bam, das war mal ein cooler Treffer. Ist er tot? Ne, er taumelt nur. Aber er ist gleich tot. Und da hat das Gift ihm zugesetzt. Cool. Weiß gar nicht, warum er jetzt so wenig Leben hatte. Ob das Gift so lange drauf bleibt? Also ob diese ganze Vergiftung so lange andauert, dass wir ihm jetzt doch so viel abgezogen haben. Wir haben keinen Platz im Inventar. Yep. Wow, erstmal kurz durchatmen. Das war gerade doch ein bisschen... ekelhaft. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Da hinten leuchtet's, ne? Guckt mal, wie wenig da gefehlt hat. Es war halt doch ein ganz schön weites Stück. Aber eigentlich auch nicht, wenn man mal überlegt, wir hatten vollen Ausdauerbalken für so ein kleines Stück. Hm. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier wegwerfen. Die Federn können weg. Das eine Honig können wir auch rausschmeißen. Bernsteinperle ist halt wertvoll, glaube ich. Ja, die möchte ich nicht unbedingt loswerden. Was machen wir noch? Das bringt nicht so viel. Die Steine können noch weg.
Das Harz kann noch weg. Haben wir jetzt genügend Ausdauer? Ich hoffe. Ja. Na, guck mal, wir hätten hier schon laufen können, ne? Das kleine Stück hat gefehlt. Gegenstände geborgen, sehr gut. Und jetzt kann man denn tauchen? Ich weiß gar nicht, ob man tauchen kann. Ich kann es nicht mehr aufheben, was ich weggeworfen habe. Das ist ein bisschen schade. Aber komisch, dass man nicht tauchen kann. Probier's gleich nochmal kurz. So, aber irgendwie ist unsere Rüstung immer noch nicht da. Habe ich die weggeworfen? Nee, hier drüben ist sie. Ein Glück. Ist zwar nur das Bronze-Ding, aber... Nur ist da auch ein bisschen übertrieben. Hat alles eine Menge Arbeit und Zeit gekostet. Aber wir haben keine Chance, irgendwie zu tauchen. Egal, welche Taste ich drücke. Ah, das ist ein bisschen schade. Oder zumindest dann so machen, dass man trotzdem noch an die Items rankommt. Das wäre schön gewesen. So, was habe ich denn weggeworfen? Was war denn mir hier am wertvollsten? Eigentlich die Federn. Dein Honig. Harz können wir liegen lassen. Das passt. Wir haben wieder alles. Und jetzt machen wir uns definitiv erstmal zurück. So, das Trollleder war noch. Wo habe ich denn das liegen lassen? Hier oben. Ich glaube, ich werfe die Steine weg und nehme das Trollleder für mit. Irgendwo hier müsste es gewesen sein. Hier war die Kupferquelle. Und der ist ein Stückchen weiter hinten gestorben. Ich sehe es nicht mehr. Hier haben wir noch gegen die gekämpft. Das war doch hier hinten irgendwo. Weiter drüben. Kriegen wir die mit? Leider nicht. Nee, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben genug Trollleder, glaube ich zumindest. Habe ich die Blaubeeren noch mit? Ja, die können wir noch mitnehmen. Und ab zurück. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen wieder hier langlaufen. Hier zum Troll-Dungeon. Also eigentlich genau die richtige Richtung, in der wir gerade stehen. Ach, ich glaube, da vorne liegt es, oder? Ah, wir waren doch noch ein Stück weit davon. Okay. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz mehr. 10 Blaubeeren werfe ich definitiv nicht weg. Bernstein auch nicht. Eigentlich so ein Bauhammer oder sowas, ne? Der kostet doch nichts. Dafür nehmen wir das Trollleder mit. Und jetzt erstmal schnell wieder nach Hause. Ein bisschen beruhigen. Mal gemütlich hinsetzen. Inventar und Rucksack leeren. Aber ja, ich freue mich. Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge erkundet. Das können wir uns später alles nochmal genauer angucken, was hier so noch dazwischen ist. Und dann würde ich halt tatsächlich in den nächsten Folgen ganz gerne mal einmal so, wie ich es schon erwähnt hatte, komplett die Umrandung laufen, bis halt das Wasser kommt. Dass wir wirklich zu 100% unsere Insel hier erkundet haben und uns dann mal vielleicht aufs Boot schwingen. Noch ein Troll? Ja, mit dem würde ich mich anlegen. Was wir mal gucken könnten, wir haben ja jetzt gerade die Giftpfeile, ne? Wir haben auch eine ganze Menge Feuersteinpfeile. Wir müssten ja eigentlich reinpfeffern ohne Ende. 136, aber das war bloß der erste. Der zweite wird dann immer schwächer, 51 Schaden. Er kämpft gleich für uns gegen ein paar Grauzwerge, ist auch nett. Also irgendwie so die Kehle ist bei ihm halt. Den hat er jetzt angegriffen. Und zack. Wahnsinn. Paar Pfeile und wir haben ihn. Er hatte sogar Münzen dabei. Und auch wieder 5 Trollleder. Cool. So, ab nach Hause. Jetzt reicht's aber wirklich. Viel zu aufregend, das Ganze hier. Erkunden wir noch schnell das kleine Fleckchen hier auf der Karte oben, was noch nicht ganz fertig ist. Komm schon, mach. Möchte da nicht so einen doofen Punkt haben, jetzt. So, Troll-Dungeon war es, also hier drüben. Ich müsste mir vielleicht doch mal angewöhnen, wieder andere Symbole zu nutzen, dass wir es auch auf der Minimap direkt erkennen können, was es ist. Aber hier beim Troll-Dungeon muss irgendwo unser Portal stehen. Ich glaube da vorne auf dem Stein, aber ich sehe es von hier noch nicht. Wir hatten das ja auf jeden Fall auf so einem Stein drauf. Hier ist der Troll-Dungeon.
Ich war halt doof und hab's mir nicht markiert. Ich glaube, wir sind von oben an den Troll-Dungeon rangekommen, oder? Oder zumindest irgendwie hier so von der Seite. Aber hier oben kommt ja Gebirge, das heißt, wir müssen das irgendwo hier gebaut haben. Sah gerade kurz aus wie ein Portal hier. Nee, ist aber nicht der Fall. Mist, ich hab's vergessen, wo es war. Ja. Bleibt uns wohl nicht viel übrig, als nach Hause rennen. Ich möchte jetzt hier erstens nicht Ewigkeiten rumsuchen und eventuell sogar noch auf die Gefahr hinauslaufen, dass uns doch irgendein Tierchen unser Portal hier kaputt gemacht hat und wir es gar nicht wiederfinden können. Wir sind nicht so weit von zu Hause entfernt. Wir laufen das kleine Stück jetzt noch und dann teleportieren wir uns mal wieder her und markieren uns das richtig auf der Karte. Wieder Gegner. Ich fände es irgendwie... Oh, wir haben ja kaum Ausdauer. Wir sind ja fast tot. Was ist denn hier los zurzeit? Au, au, au. Ich fände es irgendwie noch cool, wenn man ein generelles Spielerlevel hätte. Also, dass wirklich jeder Gegner, den man hier umbringt, Erfahrung bringt und man einfach noch ein bisschen auflevelt. Ich bin halt generell irgendwie ein Freund von Aufleveln. Ich habe da immer ein bisschen mehr Ehrgeiz, dann halt auch wirklich Gegner zu töten, weil normalerweise jetzt die Grauzwerge hier, die hätten keinen Grund gehabt. Alles, was die an Items verlieren, haben wir zuhauf, brauchen wir im Leben nicht. Noch mehr davon. Aber wenn ich jetzt wüsste, okay, jeder so ein Grauzwerg gibt, keine Ahnung, 20 Erfahrungen und ich habe da oben so eine Levelleiste, dann spornt mich das persönlich einfach viel, viel mehr an. Halt auch alles um mich rum zu zerschlagen. Auch wenn es ansonsten gar keinen Sinn hat, aber einfach nur diese Zahl, die da in die Höhe schießt. Und dass man irgendwann sagen kann, ey, guck mal, ich bin Level 1 Million. Wäre schon Ansporn genug. Aber, ja, muss bei dem Spiel nicht sein. Und da wird ja auch nicht jeder so denken wie ich. Naja, da sind wir doch schon wieder fast zu Hause. Inventar ist prall gefüllt. Ich würde sagen, wir werfen das gleich mal alles in der neuen Basis ab. Ich würde nur eben gucken, ob der Fermentierer fertig ist. Aber die Ausdauer oder den Ausdauerverbrauch fürs Schwimmen könnte man schon noch anpassen. Da sollte es jetzt nicht so sein, dass du hier kein Schiff mehr bauen musst, sondern 10 Minuten lang irgendwo zur nächsten Insel schwimmst, das nicht, aber dass man zumindest so eine kleine Entfernung überbrücken kann. Wäre halt einfach nochmal einen Ticken realistischer. Wo es mit so einer Eisenrüstung wahrscheinlich auch nicht so easy ist, damit zu schwimmen. Aber dass man halt so einen unnötigen Tod deswegen bekommt, ist irgendwie etwas ärgerlich. So, genug aufgeregt, genug geheult. Jetzt werden Schweinchen gefüttert. Es ist übrigens so, ich habe es gelesen, es gibt jetzt keine Maximalanzahl an Schweinchen, die du in dem Gehege haben kannst. Aber irgendwie darf in einem bestimmten Umkreis von so einem Schwein, dürfen glaube ich nur 5 weitere Schweine oder so sein. Ansonsten machen die keine weiteren, ansonsten wird es denen halt zu eng. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Umkreis, also wir werden hier noch eine ganze Menge Platz haben. Es gibt auch einen richtig coolen, ja, wie nennt man es, Schweinchen-Farmer-Guide, keine Ahnung was. Also man kann die in die Höhe bauen, dann hat man so 2 Säulen stehen, relativ hoch. Und jeweils oben ist ein Schweinchen drauf, eins links, eins rechts. Und dann verlieren die Schweine nach unten. Das umgeht halt genau diese Geschichte. Weil das Schwein oben, was dann sozusagen Liebe bekommt, also Kind bekommt und Liebe kriegt, sind immer 2 Schweinchen pro Seite. Ist halt mit der Höhe dann weit genug entfernt von denen hier unten. Sodass halt nicht zu viele Schweine in der Nähe sind, dass die halt keine Kinder mehr produzieren. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man baut die halt einfach in die Höhe, damit die nicht so nah an den anderen Schweinchen sind. Und dann kann man sich halt so ein Ding hier wirklich komplett voll machen, dass man hier, keine Ahnung, 600 Schweine in so einer Größe drin hat. Aber es sieht halt einfach auch ein bisschen unnatürlich aus. Wenn du da 2 Schweinchen auf so einer Laterne in 20 Metern Höhe hängen hast. Deswegen werde ich das lassen. Wir brauchen auch ehrlich gesagt nicht so viel. Mal hier gelbe Pilze, Esther doch auch, ne? Weil ich finde es einfach schön, die zu haben.
Sinn und Zweck der Geschichte muss jetzt, also weiß nicht, ich mache das jetzt nicht hauptsächlich dafür, dass wir da Fleisch rausbekommen. Weil wir haben genügend Fleisch, das fällt immer wieder an. Sondern einfach nur, um hier ein paar Schweinchen im Garten stehen zu haben. So, wir haben die Geschichte fertig, aber ich glaube, wir haben keinen Platz im Inventar, ne? Doch, gesunder Met. Ah, weil ich gerade die Pilze rausgeworfen habe. Wo hat sie ihn denn hingeschmissen? Ich bin gerade blind. Ach, hier. Stellt Gesundheit wieder her. Gesundheit 50 über Zeit. Das ist ja mal eine gute Beschreibung. Wir teleportieren uns fix zurück. Und sehen uns dann in der nächsten Folge in der neuen Basis wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.